hoffe, dass ich so gut zu verstehen bin. Zunächst nochmal ganz herzlichen Dank an ATTAC München und die Organisatoren für die Einladung. Ganz herzlichen Dank auch an alle, die gekommen sind. Ich finde es beeindruckend, also im Hochsommer wirklich diese Mobilisierungsfähigkeit zu haben, dass man hier einen gut gefüllten Raum vorfindet, vor allem, weil ich vermute, dass in der Einladung nicht drin stand, dass es hier so eine gute Klimaanlage gibt. Ich bin seit einer guten Woche in Bayern unterwegs und habe das erste Mal gerade so ein Gefühl von einer angenehmen Raumtemperatur. Es ist großartig. Genau, also aus zwei Gründen freue ich mich noch besonders. Also das eine ist, dass ich wirklich die Einladung sehr gerne angenommen habe, weil ich der Meinung bin, ATTAC München sagt man nicht ab. Ich war hier schon in den vergangenen Jahren zweimal und habe das jedes Mal sehr genossen. Das waren also mit die interessantesten und besten Veranstaltungen und das sage ich nicht überall. Deswegen bin ich also wirklich sehr gerne gekommen. Und noch dazu finde ich es ausgesprochen erfreulich, zu dem Thema Lexit eingeladen worden zu sein, das uns in den letzten 2 bis 3 bis 4 Jahren extrem bewegt, was auch so mein Schwerpunktthema ist. Also die Frage, wie geht es weiter mit dem Euro oder geht es besser gar nicht weiter mit dem Euro? Wie geht es weiter mit der EU oder lässt man das besser sein und so weiter? Also ist meine Schwerpunktinteressensfrage der letzten Jahre und das ist jetzt tatsächlich auch das erste Mal, dass ich eingeladen bin, wirklich um den Lexit vorzustellen, um unser Konzept und unsere Idee vorzustellen. Natürlich gibt es immer wieder Veranstaltungen, wo man kontrovers über den Euro und so weiter diskutieren kann, aber jetzt wirklich eine originäre Lexit-Veranstaltung erlebe ich so zum ersten Mal. Das ist also ein weiterer Grund, warum ich mich über dieses Format heute unheimlich freue. Input-Teil würde ich jetzt erst ganz kurz, weil das leider ja auch noch kein Allgemeinwissen ist, sozusagen ganz kurz über den Begriff, über den Term Lexit sprechen. Was ist damit eigentlich gemeint? Wo kommt das eigentlich her? Würde dann sozusagen das Ganze politisch begründen, also warum gibt es plötzlich Linke, die aus dem Euro raus wollen, warum gibt es plötzlich so eine scharfe linke EU-Kritik, war das nicht früher immer anders, wollten nicht immer die Rechten irgendwie zurück in den Nationalstaat, wenn die Linken den Internationalismus gelobt haben, was ist da passiert, das wird so der zweite Teil sein, im dritten Teil werde ich dann über politische Alternativen kurz sprechen, also was sind so unsere Vorstellungen, wie wird es besser funktionieren, was ist die Forderung quasi, die wir als Netzwerk haben, die wir vorantreiben wollen, um dann abschließend noch ein bisschen über die aktuelle politische Gemengelage, über die aktuellen Dynamiken und Entwicklungen, die es so gibt, zu sprechen. So, und dann bin ich erstmal fertig. Was heißt also Lexit? Also Left Exit, linker Austritt, mal aus dem Euro, mal aus der EU. Das ist ein Begriff, der hat zwei Ursprünge. Und das ist einmal aus der französischen Debatte, vor allem geprägt von dem Philosophen Frédéric Laudon. Das war so um 2014, 2015, als er ein paar sehr beachtete Artikel geschrieben hat und im Grunde damit meinte, mit dem Lexit die Linke sozusagen sollte ideologisch aus dem Euro austreten. Also er wollte damit gar nicht ein Konzept vorlegen, mit dem man begründet, Frankreich sollte jetzt raus aus der Währungsunion, sondern hat begründet, die Linke sollte sich ideologisch aus dem Euro verabschieden, weil er der Meinung war, linke Politik kann man im Euro nicht machen, der Euro schafft Konditionen sozusagen, die das unmöglich machen. Deswegen sollte die Linke, das war eine französische Debatte, aufhören, den Euro zu verteidigen, sondern akzeptieren, dass sie, um ihre politischen Vorstellungen durchzubringen, will, sich gegen den Euro stellen muss. Das war so der eine Hintergrund der Debatte. Der zweite war dann im Kontext des Brexit-Referendums in Großbritannien 2016. Das war ja sozusagen auch eine Auseinandersetzung, Austritt oder Nicht-Austritt, die quer durch die politischen Lager lief. Also es gab sowohl eine rechte als auch eine linke Remain-Kampagne, also von Gruppen, die dafür sich engagiert haben, dass die Bürger Großbritanniens sich entscheiden, in der EU zu bleiben. Also auch umgekehrt gab es eine linke und eine rechte Austrittskampagne mit ganz verschiedenen Argumenten, aber mit dem Ziel sozusagen, dass man aus der EU rausgeht. Und die linke Austrittskampagne hatte dann eben auch diesen Titel Lexit. Deswegen ist das ein bisschen konfus, deswegen weiß man nicht immer gleich genau, worüber man spricht, weil mal geht es sozusagen um den innerlinken Diskurs, mal geht es um eine Strategie für den Staat, mal geht es um den Euro, mal geht es um die EU, aber das ist sozusagen die Gemengelage, in der wir uns bewegen, wenn wir über den Lexit sprechen. Genauso konfus ist das im Grunde, wurde ja in der Vorstellung schon kurz angesprochen, genauso konfus ist das im Grunde im Lexit-Netzwerk selbst. Das hat sich sehr stark in diesem Kontext ergeben. Das ist zunächst mal ein internationales Netzwerk von Wissenschaftlern, sehr viele Ökonomen sind da drin,
Parteipolitiker, teilweise linke Parteien in Europa sind damit drin, Gewerkschafter sind damit drin, viele Leute aus sozialen Bewegungen, sozusagen Leute, die in verschiedenen Gruppen in verschiedenen Ländern organisiert sind und den gemeinsamen Nenner haben, dass sie gerne kritisch über die EU und den Euro diskutieren wollen und über Alternativen diskutieren wollen, aber aus einer linken Perspektive. Und das hatten wir dann irgendwann initiiert, das war auch so 2015, 2016. Und haben gemerkt, da gibt es offensichtlich eine relativ starke Nachfrage, da gibt es viele Leute, die so eine Gruppe suchen, weil sie in ganz anderen Gruppen organisiert sind, wo sie diese Diskussion so aber nicht führen können. Und deswegen hat das eine gute Dynamik angenommen und ist dann eine schlagfähige Gruppe, auch mit durchaus bekannten Persönlichkeiten, mit durchaus vielen intelligenten, gebildeten, kompetenten, sachkompetenten, verständigen Leuten zustande gekommen, die seither versucht, eben dieses Thema voranzubringen, Aufklärungsarbeit zu machen, Informationen bereitzustellen und sozusagen die Debatte anzufeuern und in verschiedenen Kontexten dann eben damit aufzutreten. So, jetzt zum zweiten Teil sozusagen, also der Frage, warum ist es denn so, dass es Linke gibt, die plötzlich aus der EU und dem Euro raus wollen? Mittlerweile sind es ja nicht mehr ganz so wenige und mittlerweile ist das auch ein bisschen bekannter. Ist aber trotzdem in dem Ausmaße, wie das mittlerweile diskutiert wird, noch eine relativ neue Entwicklung, die eben ja so 2015 im Kontext mit dieser Auseinandersetzung um das dritte Griechenland-Programm eigentlich stark angefangen hat oder stark an Dynamik gewonnen hat. Sie werden sich vielleicht erinnern, das war für viele, die Euro-Krise verfolgt haben, die politischen Entwicklungen in Europa verfolgt haben, ein Knackpunkt sozusagen, also das Scheitern oder die Kapitulation der Linksregierung im Sommer 2015. Weil sozusagen davor oder weil in dem Moment im Grunde der Plan gescheitert ist, exemplarisch einen Politikwechsel, eine Abkehr vom Neoliberalismus, eine Abkehr von der Kürzungspolitik, von der Privatisierungspolitik, von der Liberalisierungspolitik innerhalb des bestehenden politischen Rahmens zu machen. Die Syriza-Regierung, Anfang 2015 ins Amt gekommen, hatte klar den Plan zu sagen, okay, einerseits wir bleiben im Euro, wir wollen hier drin bleiben, wir wollen Teil dieses Clubs sein, aber wir haben jetzt ein demokratisches Mandat, wir sind für ein Programm gewählt worden, das heißt die Troika, also sozusagen diese Kürzungsinstitution, die Gläubigerinstitution, die da die ganzen Programme immer durchgesetzt haben, die sollen raus aus dem Land. Wir wollen auch aufhören mit der Kürzungspolitik, weil das nicht über unsere Überzeugung entspricht. Wir wollen sozusagen den Sozialstaat wiederherstellen und wollen übergehen zu einer wachstumsorientierten Politik. Sprich, wir wollen jetzt erstmal Geld in die Hand nehmen, wollen investieren, wollen den öffentlichen Sektor stärken, so das Wachstum ankurbeln und dann eben auch einen Weg finden, um aus der Krise herauszukommen und dann auch besser in der Lage zu sein, am Ende die Schulden zu bedienen. Das war das Projekt dieser Regierung, dafür ist sie gewählt worden. Damit ist sie in die Verhandlungen mit den EU-Institutionen, mit der Eurogruppe, der EZB und so weiter gegangen. Ging dann ein halbes Jahr lang oder wild hin und her verhandelt und das war eine politisch unheimlich spannende Phase für Leute, die das so interessiert verfolgen, wie ich und wahrscheinlich viele im Raum das hier tun. Allerdings eben mit einem bitteren Ende, nämlich dem Ende, dass es im Juli 2015 nochmal ein Referendum gab, wo die griechische Bevölkerung sehr deutlich gesagt hat, wir lehnen dieses Programm ab, dieses Verhandlungsergebnis, wir wollen kein drittes Programm, wir wollen nicht weiter kürzen. Es hat dann circa eine Woche gedauert, bis sozusagen die Regierung trotz dessen Mandates, also trotz einerseits der Wahl und des Referendums, ein drittes Programm geschluckt hat, das noch heftiger war als alle anderen davor, wo also nochmal eine riesen Privatisierungsvereinbarung drin war, wo noch weitere Rentenkürzungen mit drin waren, wo nochmal weitere Steuererhebungen sozusagen, Erhöhungen auch für die Bewohner der griechischen Inseln, die davor begünstigt waren und so weiter drin waren. Also nochmal ein riesiges neoliberales Zusatzprogramm, heftiger als die beiden davor. Und das war eben so ein Punkt, wo man gesehen hat, okay, offensichtlich, also was ist hier passiert? Warum haben Sie sozusagen jetzt eine völlig andere Politik gemacht? Warum haben Sie so ein Programm akzeptiert? Obwohl Sie doch davor gesagt haben, dass Sie genau das nicht wollen. Weil offensichtlich, und das war dann die Debatte und die Erkenntnis vieler Leute, die jetzt eben eher in der Lexit-Richtung sich bewegen, es offensichtlich nicht möglich ist, beide Ziele zu erreichen. Einerseits in diesem Rahmen zu bleiben, den Euro zu behalten, in der EU zu bleiben und andererseits aber eine andere Politik zu machen. So, denn diese Verhandlungsphase war begleitet im Grunde davon, dass die Europäische Zentralbank
ja, für Griechenland die Daumenschrauben immer weiter angedreht hat, kann man sagen. Von Anfang an, sobald die Regierung ins Amt kam, hat man gesagt, okay, wir kaufen jetzt keine griechischen Staatsanleihen mehr, weil mit der neuen Regierung sind wir unsicher, was die da jetzt macht sozusagen, ob wir das überhaupt irgendwann zurückbekommen. Ist jetzt also keine sichere Anleihe mehr, allein durch dieses Wahlergebnis, also nicht durch irgendwelche ökonomischen Entwicklungen, sondern durch dieses Wahlergebnis sind griechische Anleihen jetzt nicht mehr sicher, deswegen kaufen wir die jetzt nicht mehr. Das hat natürlich einen enormen finanziellen Druck erstmal ausgelöst, der dann sukzessive immer weiter erhöht wurde, weil die einzige Möglichkeit Griechenlands noch ein frisches Geld zu bekommen, waren dann die sogenannten Notkredite, die die EZB dann vergibt. Das ist ein Volumen, ich nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, ich glaube, da reden wir von sowas von 60 Milliarden in etwa, die da sozusagen regelmäßig reingeflossen sind. Und das wurde dann immer weiter zurückgefahren, was im Grunde die Notwendigkeit ausgelöst hat in Griechenland, erstmal die Banken zu schließen, damit jetzt nicht alle Leute wie verrückt ihr Geld sozusagen abheben und dann der Finanzsektor kollabiert. Man hat dann auch die Auslandsüberweisungen eingeschränkt, weil klar war, Griechenland kriegt kein frisches Geld mehr. Dann kann das da ist jetzt nicht auch noch alles abwandern. Man musste also sozusagen den Kapitalverkehr nach außen begrenzen und aussetzen. Das hat quasi den kompletten Außenhandel lahmgelegt. Die griechische Ökonomie wurde also nach und nach sozusagen in so eine Koma-Stagnationsphase gesetzt. Aus der völlig klar war, aus der kommen sie nicht wieder raus, solange sie nicht dieses Programm akzeptieren oder eben aus dem Euro gehen, weil dann haben sie ihre Geldpolitik wieder selbst in der Hand, aber über die Optionen sprechen wir später noch. Das hat dann dazu geführt, war auch eine Kontroverse innerhalb der griechischen Regierung, wie man das macht, aber durchgesetzt hat sich dann eben jener Flügel, der heute noch an der Macht ist, der gesagt hat, wir wollen auf jeden Fall im Euro bleiben, weil ansonsten passiert das Chaos oder noch Schlimmeres, ich weiß nicht genau. Was dann eben dazu geführt hat, aber dass man komplett sein eigenes Programm aufgegeben hat und eingetauscht hat gegen ein drittes Troika-Programm, das wie gesagt noch deutlich heftiger war als das davor, das jetzt übrigens demnächst ausläuft, aber de facto ist schon eine Nachfolgeregelung gefunden, aber das wird jetzt an der Stelle vielleicht zu weit führen, da können wir dann gerne später nochmal drüber sprechen. Das war auf jeden Fall eine Entwicklung, also ein Punkt, der bei vielen Linken, Gruppen und Organisationen dazu geführt hat, doch nochmal nachzudenken, also ist es eigentlich realistisch zu sagen, weil wir internationalistisch sind, wollen wir quasi keine Schritte machen, die uns eher zurück in unsere Nationalstaat bringen. Wir wollen diese europäische Zusammenarbeit, wollen die aber anders, wollen deswegen den Euro verändern, wollen die Spielregeln des Euros verändern, wollen die Spielregeln der EU verändern. Ist das eigentlich realistisch, das so zu machen, oder haben wir jetzt gerade vorgeführt bekommen, das geht nicht? Hat Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, recht, als er nach der Wahl in Griechenland gesagt hat, man kann keine demokratische Entscheidung gegen die EU-Verträge treffen? Ich vermute, er hatte recht, aber auch darauf komme ich noch zu sprechen. Jetzt vielleicht noch ein Punkt davor, weil es gar nicht so ist, wie es oft aussieht, als wäre das wahnsinnig neu, dass Linke den Euro kritisieren oder die EU kritisieren. Es wird mittlerweile relativ deutlich von vielen gesagt, man sollte da besser raus, man sollte einen Austritt machen, man sollte den Euro aufgeben, man sollte Alternative suchen. Vielleicht ist die EU-Mitgliedschaft keine gute Idee, das wird mittlerweile offener gesagt. Aber Kritik ist im Grunde nicht neu. Wenn man sich anschaut, wie im Vorfeld der Euro-Einführung zahlreiche linke Ökonomen, die Linkspartei in Deutschland zum Beispiel, auch Gewerkschaften, DGB-Gewerkschaften und so weiter, kommuniziert haben, dann sieht man, die haben eigentlich schon relativ frühzeitig sozusagen die Probleme erkannt, wenn man das so macht, wie man das dann real gemacht hat. Die haben sehr gut erkannt, dass wenn man sehr unterschiedlich strukturierte und unterschiedlich wettbewerbsfähige Volkswirtschaften, ne, wie exemplarisch auf der einen Seite die deutsche, also eine sehr exportorientierte, sehr kräftige, wettbewerbsfähige Volkswirtschaft, mit auf der anderen Seite klassischen binnenmarktorientierten Volkswirtschaften wie der italienischen, die nicht so wettbewerbsfähig sind, die auf dem Weltmarkt nicht so stark sind, aber dafür schauen, dass sie im Inland sozusagen genügend Nachfrage herstellen. Wenn man also solche Volkswirtschaften, die durch den EU-Binnenmarkt ja schon komplett Freihandel miteinander betreiben, also da gibt es ja keine Zölle oder so, die gibt es ja schon länger nicht mehr in der EU, wenn man die also jetzt auch noch in eine Währungsunion steckt und ihnen damit die Möglichkeit nimmt, durch Wechselkurspolitik, also durch Abwertung und Aufwertung der Währung, sozusagen die Unterschiede in der Leistungsfähigkeit, in der Wettbewerbsfähigkeit, Dankeschön, auszugleichen, dass dann im Grunde zwangsläufig die Standortkonkurrenz wesentlich stärker wird, also die Löhne eigentlich massiv unter Druck geraten, weil wenn jetzt ein Land wie Italien massiv von deutschen Produkten überschwemmt wird, weil die einfach wettbewerbsfähiger sind, billiger produzieren können und so weiter,
und Italien nicht mehr die Währung abwerten kann, wie es davor immer wieder passiert ist und ein Gleichgewicht hergestellt worden ist, dann bleibt im Grunde nur noch die Möglichkeit, zu versuchen, die Löhne immer weiter runterzudrücken, also die Produktion immer weiter zu verbilligen, um so dann auch die Endprodukte billiger zu machen, um dann wieder konkurrieren zu können. Das klappt vor allem dann nicht, wenn man den Euro macht, wie man ihn gemacht hat, nämlich ohne eine Lohnkoordination. Denn wenn die wettbewerbsfähigste und größte Volkswirtschaft, also Deutschland in dem Spiel, systematisch eine massive Niedriglohnpolitik betreibt, dann hat ja eine Volkswirtschaft wie Italien, die ohnehin Wettbewerbsnachteile aufzuholen hat, keine Chance sozusagen, die Löhne so weit in den Keller zu setzen, dass sie dann tatsächlich damit wettbewerbsfähig ist. So, da gab es kluge Artikel, da gab es also viele Analysen, die genau in diese Richtung gegangen sind, die also genau gesagt haben, okay, wenn wir das so machen mit dem Euro, das lehnen wir ab, weil das führt letztlich zu einer Lohnabwärtsspirale nach unten, das führt letztlich zu einer verstärkten Standortkonkurrenz, das führt zu einem Kürzungsdruck und das wird makroökonomische Ungleichgewichte heraufbeschwören, die irgendwann krisenhafte Formen annehmen. Und das ist ja genau das, was passiert ist. Bevor wir den Euro hatten, waren eben durch diese Möglichkeit der Währungsaufwertung und Abwertung, hat man ein Gleichgewicht hinbekommen. Sogar Deutschland hatte damals dadurch eine ausgeglichene Handelsbilanz. Also wir haben in etwa so viel exportiert, wie wir importiert haben. Dasselbe trifft auch für Italien, Griechenland und Spanien zu. Nachdem man aber dann eben diese Möglichkeit der Abwertung durch die Euro-Einführung rausgenommen hat, ist eben dieser Wettbewerb voll durchgebrochen. Und seither haben wir eine extreme Ungleichentwicklung. Also Deutschland häuft Jahr für Jahr mehr Überschüsse an, andere häufen immer mehr Defizite an. Wenn man immer mehr Defizite anhäuft, dann bedeutet das, dass man Jahr für Jahr mehr kauft, als man verkauft. Und wenn man das tut, dann verschuldet man sich nach und nach mehr und mehr. Das hat dann irgendwann eben ein Ausmaß angenommen, bis klar wurde, okay, im Fall von Extremfall Griechenland, die Verschuldung ist jetzt so hoch, es gibt nicht wirklich eine Perspektive, dass das besser wird. Dann hat keine Bank mehr ihnen Geld geliehen. Irgendwas halt hier jetzt, ne? Ja. Genau, also wenn sozusagen dann diese Möglichkeit weggefallen ist der Abwertung, dann sind eben diese Ungleichgewichte voll durchgeschlagen. Und seither kann man das sehr gut beobachten, wie also bei den einen die Exporte immer weiter steigen, bei den anderen die Defizite immer weiter steigen, damit automatisch die Schulden immer weiter steigen, bis das dann eben krisenhafte Dimensionen angenommen hat. Und so ist der Euro dann ja auch wenige Jahre nach seiner Einführung in eine massive Krise gestürzt, die dann letztlich diese Dynamiken von Kürzen, Liberalisieren, Privatisieren nochmal deutlich verschärft hat, wie wir alle in den letzten Jahren beobachten konnten. Insofern ist, wie gesagt, das ist alles sozusagen eine Analyse, die viele schlaue linke Leute in den 90er Jahren aufgestellt haben. Mittlerweile weiß ich das auch, mittlerweile wissen wir das alle, weil wir es real beobachten konnten. Aber im Grunde gab es von links diese Kritik an diesem Projekt von Anfang an. Mit der EU ist das genauso. Der Witz ist ja sozusagen in der Debatte, dass immer wieder, dass im Grunde jeder einzelne EU-Integrationsschritt deutlich kritisiert und abgelehnt wird von progressiven Akteuren, von Gewerkschaften, linken Parteien, Attac und so weiter. Aber es relativ neu ist, die EU als solches in Frage zu stellen. Das Ganze hat ja angefangen mit dem gemeinsamen Binnenmarkt, also den Grundfreiheiten, Kapitalverkehrsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, freien Verkehr für Waren und Dienstleistungen, also Freihandel. Das ist ein Wertekanon, der von Anfang an auf Kritik stieß, weil das eben die klassische Freihandelsdoktrin ist, inklusive also freier Bewegung für Kapital, wo du dann weder irgendwie Finanztransaktionen besteuern kannst, noch sozusagen spekulative Attacken verhindern kannst, einfach Kraft EU-Vertrag sozusagen. Das war also von Anfang an in Kritik. Dann kam als nächstes der Maastricht-Vertrag 1992-93. Wo dann also eben diese bekannten Maastricht-Regeln eingeführt wurden, dass die Verschuldung nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts betragen darf, dass die Zinsen irgendwie sozusagen in einem bestimmten Korridor sich bewegen müssen, dass die Neuverschuldung sehr restriktiv und niedrig gehalten werden muss, wo auch alle gesagt haben, das ist ja furchtbar, weil dann kann man überhaupt nicht mehr in der Krise investieren, um sich sozusagen rauszuwachsen, sondern dann muss man immer kürzen und das verschärft die Krisen weiter. Das setzt auch im Zweifelsfall die Sozialstaaten unter Druck, weil immer wenn wir irgendwie durch einen Wachstumseinbruch sozusagen die Wirtschaftsleistung zurückgeht, müssen wir die Staatsausgaben zurückfahren. Das ist ja sozusagen also
purer Neoliberalismus, wurde also von links auch heftig kritisiert. Dann kam später der Lissabon-Vertrag, da wenn sich viele vielleicht auch an die Kampagnen erinnern, wo wir als Attac gemeinsam Kampagnen gemacht haben, die Kollegen in Frankreich, die in Volksabstimmung dagegen gemacht haben, unterstützt haben, weil wir gesagt haben, da wird ja der Status von einer liberalen Marktwirtschaft sozusagen in Verfassungsrang festgeschrieben. Das haben wir also auch als solches kritisiert. Jetzt im Kontext der Krise kam der Fiskalpakt, wo wir alle Linken irgendwie Kampagnen dagegen gemacht haben, weil damit die Maastricht-Regeln nochmal verschärft werden sollten, weil die Haushaltspolitik nochmal strikter gemacht werden sollten, die Staatsausgaben nochmal strikter begrenzt werden sollten, haben wir also auch Kampagnen dagegen gemacht, fanden wir auch alle blöd. Und jetzt das Aktuellste ist Verteidigungsunion, also PESCO, wo man sagt, okay, vielleicht kann man doch nicht nur kürzen, sondern auch mal gemeinsam Geld in die Hand nehmen, wenn es nämlich um Rüstung geht, damit wir sozusagen als EU auch gemeinsam schlagfertig werden. Jetzt, wo wir uns nicht mehr auf die USA verlassen können, haben wir auch alle kritisiert. Also im Grunde jeden zentralen Integrationsschritt, alles, was man jetzt als Schritt der Vertiefung der Europäischen Union begreifen kann, ist im breiten Konsens auf linke Kritik gestoßen. Nur die EU insgesamt bis vor kurzem so nicht. Stimmt auch nur für hier, in anderen Ländern ist das auch anders. Das hat damit zu tun, dass in manchen Ländern, Deutschland gehört da sicherlich dazu, die Debatte oft nicht sehr rational, sondern mit jeder Menge Pathos auch geführt wird. Also so ein bisschen mehr so eine Bauchzustimmung sozusagen. Also man schaut nicht wie in Frankreich oder in Italien oder in den Niederlanden einfach rational, okay, was bedeutet das eigentlich konkret, Mitglied der EU zu sein? Das bedeutet also, wir unterschreiben den gemeinsamen Binnenmarkt. Wir unterschreiben Maastricht, wir unterschreiben Lissabon und die Regeln gelten dann für uns, finden wir das gut oder nicht, sondern bei uns ist die Debatte mehr so eine Herzensdebatte, dass man sagt, okay, aber irgendwie wir sind schon für europäisches Zusammenwachsen und deswegen sind wir für die EU und wir sind für Frieden und die EU, das heißt ja immer, ist ein Friedensprojekt, deswegen sind wir da quasi davor, aber das ist wenig rational argumentiert. Das ist häufig so, ja, mehr so eine gefühlsmäßige Zustimmung zu dem Ganzen, aber wenn man es mal auf den rationalen Kern runterbricht, was im Konkreten bedeutet eigentlich EU, dann werden die meisten sozusagen, die sich irgendwie links empfinden, sagen, okay, das ist Mist, also konkret, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Es funktioniert aber eben nicht zu sagen, ich finde Äpfel blöd, Birnen blöd, Bananen blöd, Kirschen blöd, aber Obstsalat finde ich super. Und das ist so ein bisschen das, wie das diskutiert wird, ist aber eben was mittlerweile, ja, wie gesagt, auch aufgebrochen ist, weil sich eben unter dem Label Lexit oder Plan B oder was ist noch so alles, Eurexit gibt es in Deutschland, eine Menge Gruppen dann doch gefunden haben und eben Gruppenopposition verändert haben. Gutes Beispiel sind die Kollegen von Attac Österreich, die eben genau das gemacht haben, was wir jetzt mit Lexit auch machen und was jetzt in Attac Deutschland auch stattfindet, dass sie gesagt haben, okay, wir haben in der Vergangenheit historisch immer eine Position gehabt, Europa ja, aber anders. EU ja, aber anders. Weil wir eben dieses europäische Zusammenwachsen super finden und weil wir uns auch den Nationalstaat eher blöd finden und Grenzen auch, war das so unsere Position. Allerdings haben wir jetzt gesehen, nachdem wir das in Griechenland beobachtet haben, was nur der Extremfall ist, eine ganz ähnliche Entwicklung auch in Zypern zu beobachten, nachdem wir sozusagen das beobachtet haben, merken wir, vielleicht ist die EU und der Euro aber auch gar nicht so richtig veränderbar, weil jetzt haben wir gesehen, da wollte jemand eine ganz andere Politik machen und trotzdem drin bleiben und das ist derart krachend gescheitert, dass wir uns fragen müssen, haben die das einfach so schlecht gemacht oder ist es wirklich so, dass das prinzipiell nicht funktioniert? Und dann haben die Kollegen in Österreich eine lange Debatte geführt, die haben das toll gemacht, haben da Regionalkonferenzen mit allen Gruppen gemacht, haben das dann sozusagen auf mehreren Kongressen diskutiert und haben dann nach und nach eine neue Position entwickelt und sind seither eben sozusagen ein deutlich EU-kritischerer Akteur gewesen. Ich nenne jetzt die Kollegen von Attac Österreich, weil die das wirklich sehr vorbildlich und sehr konstruktiv und sehr sachlich gemacht haben, aber im Grunde beschreibt das eine breitere Entwicklung sozusagen von linker Debattenlandschaft. Genau, wie gesagt, der Kern der Erkenntnis ist dabei mitunter, also oder die Frage, die dann im Kontext steht oder was jetzt mehrere Gruppen sozusagen vertreten ist, das Problem ist nicht so sehr, dass die EU jetzt ist, wie sie ist, sondern das Problem ist, dass man sie auch nicht ändern kann. So, das ist die These sozusagen, die mit diesen Entwicklungen in Griechenland und so weiter aufkam. Und ich glaube, die These ist berechtigt, denn
Wenn wir uns anschauen, ich hatte die einzelnen Treaties ja schon, die einzelnen Verträge, die einzelnen Rahmenwerke ja schon genannt. Wenn wir uns anschauen, dass man sagt, okay, Maastricht legt uns fest auf eine liberale, neoliberale Fiskalpolitik. Also man kann nicht mehr keynesianische Geldpolitik machen, man kann nicht mehr in der Krise investieren, man kann nicht mehr sozusagen Geld aufnehmen und zu sagen, jetzt müssen wir erstmal öffentliche Beschäftigung schaffen, damit die Arbeitslosigkeit nicht steigt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den Sozialstaat verteidigen, bevor wir jetzt kürzen, um zu gucken, dass wir den Haushalt sofort in Ordnung bringen. Damit haben wir also eine neoliberale Fiskalpolitik mit den EZB-Statuten, die sagen, einziges und zentrales Ziel ist Inflationsbekämpfung. Haben wir eine Festlegung auf neoliberale Geldpolitik. Mit dem Binnenmarkt, also Grundfreiheiten für Kapitalverkehr, Warenverkehr, Dienstleistungsverkehr und Arbeitnehmerfreizügigkeit, sind wir im Grunde eine Freihandelszone, in der man überhaupt keine Grenzen mehr setzen kann, dem wirtschaftlichen Treiben. Da können wir überhaupt nicht mehr reingehen, weil zugleich der vierte Punkt ist, dass man Sozialpolitik und Lohnpolitik immer auf der nationalen Ebene gelassen hat. Das heißt also, während ein Unternehmen relativ komfortabel sich in der EU bewegen kann, so sagen kann, okay, hier in Rumänien produzieren wir, da haben wir die günstigsten Löhne, hier in Schweden verkaufen wir, da haben wir die höchste Kaufkraft und hier in Irland versteuern wir, da haben wir die niedrigsten Steuern, kann also sozusagen sich da perfekt in dieser Europäischen Union verteilen, wie es gerade am besten passt, haben wir eben nicht eine europäische Möglichkeit zu gucken, dass wir da Untergrenzen einsetzen. Wir haben keine europäische Lohnpolitik, die sagt, das ist jetzt hier sozusagen der Mindestsatz, unter den darf niemand runter. Wir haben auch keine europäische Steuerpolitik, die sagt, ihr in Irland, ihr könnt jetzt hier nicht eine Unternehmensbesteuerung von 2-3% machen, oder hier in den Niederlanden, ihr könnt jetzt hier nicht spezielle Deals irgendwie sozusagen machen mit irgendwelchen Unternehmen, damit die sich alle ansiedeln. Wir haben also hier keine Möglichkeit, europäisch zu reagieren, sondern während die harten wirtschafts- und finanzpolitischen Regeln alle auf der europäischen Ebene sind, ist Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik systematisch auf der nationalen Ebene geblieben und damit untergeordnet worden. Und das Problem ist, dass dieses Konstrukt, das in der Tat wenig Spielräume lässt für den politischen Wandel, also weil neoliberale Politik derart tief eingeschrieben ist in diese Verträge. Das Problem ist, dass dieses Konstrukt nicht etwa änderbar ist dadurch, dass man, was weiß ich, ein linkes europäisches Parlament wählt oder sowas, oder wir jetzt in Deutschland als dem mächtigsten Land eine linke Regierung wählen, da sind wir eh weit davon entfernt, aber davon mal abgesehen, weil es sozusagen diese Grundregeln in dem Konstrukt der EU, jetzt wird es ein bisschen juristisch, keine Frage sind von politischen Auseinandersetzungen, keine Frage von politischen parlamentarischen Mehrheiten sind, sondern alles tief in die Verträge eingeschrieben. Das kann man im Grunde vergleichen mit dem, was in Deutschland die Verfassung ist. So, ne? In Deutschland oder in allen Nationalstaaten kennen wir es ja, wir haben eine Verfassung, die ist, glaube ich, so um die 100 Seiten, so dünn. Und daneben haben wir den ganzen Tisch sozusagen voller Stapel von Sekundärrechten, also die Gesetzgebung, bürgerliches Gesetzbuch, bla bla bla, was es da so alles gibt. Die Verfassung sind die Grundprinzipien, an die können wir nicht so einfach ran. So, ne? Die sind unter einem besonderen Schutz und die werden dann übersetzt sozusagen in Tagespolitik, in Berge von einzelnen Gesetzen, über die der Bundestag dann, der Bundesrat und so weiter entscheidet. In der EU ist es anders, da sind diese ganzen Stapel sozusagen, die wir auf dem Tisch liegen haben an Gesetzgebung, das hat alles Verfassungsrang sozusagen. Das ist im Grunde alles wie unser Grundgesetz. Da hat das Europäische Parlament überhaupt keinen Einfluss. Da hat auch der Europäische Rat, in dem die nationalen Regierungen vertreten sind, überhaupt keinen Einfluss, sondern die Interpretation obliegt einzig und allein der Europäischen Kommission und dem Europäischen Gerichtshof. Zwei Gremien, die vollkommen frei sind von jeglicher demokratischen Einflussnahme. Die werden nicht gewählt oder die kann man auch nicht abwählen oder sowas, sondern die werden ernannt und benannt und wie auch immer. Haben wir auf jeden Fall keinen Einfluss drauf. Und die sind im Grunde einzig und allein zuständig für die Auslegung der Verträge. So. Und die Praxis hat gezeigt, gerade was den Europäischen Gerichtshof angeht, dass diese Verträge eben auch in der Lage sind, nationale Arbeitsschutzgesetzgebung, nationale Umweltgesetzgebung, nationale Steuergesetzgebung mitunter auch zu attackieren, wenn sie argumentieren können, dass es den europäischen Grundfreiheiten widerspricht.
So, ne? Also ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel, dass vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt wird. Ich will jetzt gar nicht so tief in das Juristische eintauchen, aber es ist ein wichtiges Argument in der Debatte, ist zum Beispiel, dass vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt wird, weil ein Kläger, der Herr Erzberger, TUI-Aktionär, gesagt hat, die deutsche Unternehmensmitbestimmung, so wie sie jetzt existiert, ist sozusagen europarechtswidrig, weil sie der Arbeitnehmerfreizügigkeit zuwiderläuft. Weil sozusagen Arbeitnehmer in Deutschland an den deutschen TUI-Standorten besondere Vorteile genießen, wollen die nicht weg. Gehen die nicht quasi nicht freiwillig irgendwie nach Frankreich, wenn sie dorthin versetzt werden sollen, oder gehen nicht nach Spanien, weil dort haben sie diese Mitbestimmungsrechte nicht. Deswegen bedeutet das, dass die deutsche Arbeitnehmermitbestimmung quasi die Arbeitnehmerfreizügigkeit blockiert. Und deswegen klagen wir jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland, damit die Mitbestimmung abgeschafft wird. Weiß ich nicht, ob das klappen wird. Das läuft noch. Das ist also ein pendelnder Prozess. Bitte? Nichts anderes sind doch die Freihandelsabkommen. Ne? Da brauchen wir uns dann keine Gesetze mehr zu halten, weil dann kein Land mehr was dagegen unternehmen kann, wenn die Freihandelsabkommen. Handelspolitik ist auch so ein Feld, genau, wo wir national nicht mehr viel machen können, weil wir die Kompetenzen komplett sehr weitgehend, zumindest auf der EU-Ebene, haben mittlerweile richtig. Genau. Und das ist jetzt aber auch nur ein Beispiel, wenn man sich die Geschichte der Rechtsprechung ansetzt. Da gibt es eine ganze Reihe von Fällen und es gibt viele Juristen, die das dann auch viel besser erklären können als ich. Aber hat der Europäische Gerichtshof immer wieder sozusagen Urteile gefällt, die sich dagegen richten, gegen, zum Beispiel gegen das Streikrecht in Frankreich, weil man gesagt hat, das ist eine nationale Besonderheit, das schränkt sozusagen die Grundfreiheiten des Binnenmarktes ein. Da gibt es Urteile gegen öffentliche Ausschreibungen, das hat schon viele deutsche Kommunen auch getroffen, weil man gesagt hat, wenn eine Kommune zum Beispiel sagt, wir knüpfen das Ganze an bestimmte ökologische Standards, wir vergeben das also nur an Unternehmen, die den und den Standard einhalten oder die Mindestlohn einhalten und so weiter, dann würde das sozusagen andere Anbieter benachteiligen. Da sind wir wieder bei einer ganz ähnlichen Logik wie bei dem Freihandelsabkommen. Dann würde das sozusagen Wettbewerber um diese Ausschreibungen auf dem Ausland benachteiligen und so weiter. Da gibt es also schon eine ganze Reihe von Urteilen, aus denen man schließen kann, die Auslegung der Grundfreiheiten durch den Europäischen Gerichtshof ist extrem strikt. Und im Zweifelsfall gewinnt immer sozusagen die Kapitalverkehrsfreiheit, die Arbeitnehmerfreizügigkeit oder die Waren- und Dienstleistungsfreiheit gegenüber national verankerten Sozial-, Umwelt- und Arbeitnehmerrechtsstandards. Während es, wie gesagt, aber solche Sozial-, Umwelt- und Arbeitnehmerrechtsstandards auf der europäischen Ebene überhaupt nicht gibt, so, dann ist es natürlich ein Riesenproblem, wenn europäisches Recht nationales Recht aussticht, weil eben sozusagen der ganze Liberalismus auf der europäischen Ebene verankert ist, während der soziale Schutz auf der nationalen Ebene verankert ist bisher. Und aus diesem Konstrukt kommen wir so einfach nicht raus. Das ist das Problem auch bei politischen Gruppen und Bewegungen, die sagen, Europa ja, aber anders, wir wollen eine andere EU ist möglich, da gibt es ja allerlei Slogans. Es gibt keine, zumindest keine mir bekannte, plausible Begründung, wie kommt man da aus diesem Konstrukt raus, wie macht man das, die EU verändern, eine soziale, demokratische, feministische, ökologische und so weiter. Da gibt es immer eine ganze Reihe von Wörtern, die dann genannt werden. Wie macht man das, so eine EU zu schaffen in diesem Konstrukt? Die einzige reale Möglichkeit wäre im Grunde, dass man die europäischen Verträge ändert. Also, ne, dass man sagt, okay, die Verträge sind Mist, die sind neoliberal, die wollen wir so nicht, wir wollen die EU ja, aber wir brauchen ganz andere Verträge. Das würde aber voraussetzen, dass es einen Konsens aller 28 Mitgliedstaaten oder bald 27 Mitgliedstaaten gibt. Also da gibt es keinen Mehrheitsbeschluss oder so. EU-Verträge verändern bedeutet, jeder einzelne Mitgliedstaat müsste genau dieser konkreten Änderung zustimmen. Und das teilweise noch mit hohen Hürden, mit einem Referendum, mit 2/3 Mehrheiten in den Parlamenten, was weiß ich. So. Das heißt, man müsste im Grunde, um die EU antineoliberal zu machen quasi, bräuchte man eine Situation, in der man in sämtlichen 27 verbleibenden Mitgliedstaaten gleichzeitig eine antineoliberale Regierung hat und eine riesige antineoliberale Parlamentsmehrheit hat, die sich genau auf diese Änderung zustimmt, also auf genau diesen neuen Vertrag einigen können. Das ist natürlich keine realistische Perspektive, zumindest irgendwie in einem Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren, dass dieses Ereignis eintritt. Wenn wir jetzt überlegen, wie sehen jetzt unsere Regierungen aus, finden wir vielleicht Portugal,
ja, wenn wir großzügig sind, Italien, Griechenland, finden wir vielleicht zwei, drei, wo man sagen könnte, okay, mit denen könnte man so eine Änderung machen. Aber wirklich zu einem Konsens aller 27 zu kommen, das ist einfach kein Plan, so, um tatsächlich zu einer anderen Politik zu bekommen. Und einen besseren Plan habe ich bisher auch noch nicht gehört. Und weil das eben, wie gesagt, vielen so geht und viele dann auch jetzt nochmal sozusagen mit den Ereignissen in Griechenland 2015 das praktische Beispiel für die Unabdingbarkeit dieser Politik im Rahmen der EU bekommen haben, gibt es eben eine gewisse Dynamik sozusagen innerhalb der Linken, die Position zum Euro und zur EU zu verändern und kritischer zu fassen. So. Die Frage ist dann natürlich immer, was dann? So, ne? Also was passiert jetzt, wenn wir jetzt aus dem Euro rausgehen? Also habt ihr eine Idee, was ist die Alternative? Haben wir dann wieder die D-Mark und ist das besser? Und fliegt dann nicht der ganze Laden auseinander sozusagen? Wenn einer rausgeht, dann gehen alle raus. Ne? Also was sind eigentlich eure Alternativen? Da gibt es eine relativ breite und vielfältige und, soweit ich das beurteilen kann, auch sehr sachkompetente ökonomische und politische Debatte. Da, die führen wir im Exit-Netzwerk sozusagen eher im internationalen Rahmen. Dazu gibt es aber auch zum Beispiel in Deutschland auf makroskop.eu, das ist eine, kennen vielleicht manche, eine analytische ökonomische Plattform hier von dem Heiner Flassbeck. Da wird viel über sowas diskutiert. In der Gruppe Eurexit, die sozusagen der deutsche Lexit-Ableger ist, wird sowas viel diskutiert. Da gibt es also relativ viele Ansätze. Und zu jedem einzelnen Ansatz gibt es einen Experten, der hier 2 Stunden einen Vortrag halten könnte. Deswegen will ich da nicht zu tief reingehen, sondern eher ein bisschen überblicksartig sozusagen über die wesentlichen Vorschläge sprechen. Und in Deutschland ist relativ prominenter Vorschlag für eine Alternative zum Eurosystem ist die Idee zurück zum europäischen Währungssystem und zwar zu einer reformierten Variante davon. Das gibt es noch. Es gibt noch den Wechselkursmechanismus 2. Da ist heute noch Dänemark drin. Das ist sozusagen so ein Vorläufermodell vom Euro. Und das Prinzip ist im Grunde relativ einfach. Man sagt, okay, wir haben verschiedene Währungen im jetzigen Euroraum, also in der EU, wir haben verschiedene Währungen, lassen die aber nicht völlig frei gegeneinander pendeln und sozusagen geben den Wechselkurs nicht den Märkten preis, sondern sagen, wir lassen Schwankungen nur in einem bestimmten Korridor zu. Wo der da liegt, das müssten dann irgendwie sozusagen geldpolitische Experten jeweils aktuell beurteilen, dass man sagt, man lässt eine Schwankung zu von, was weiß ich, 10% in die eine Richtung und 10% in die andere Richtung. Und so wie früher, bevor wir den Euro hatten, setzen wir uns einmal im Jahr zusammen als die Zentralbanker der beteiligten Länder und schauen im Rahmen dieser Modifikation, wo müssen wir geldpolitisch intervenieren. Und wenn dieser Korridor gesprengt wird, wenn also diese 10%-Marke zum Beispiel überschritten wird, weil die griechische Drachme abstürzt oder die deutsche D-Mark in den Himmel steigt, dann muss die Zentralbank geldpolitisch gegensteuern, muss entsprechend Anleihen kaufen, muss entsprechend neue liquide Mittel emittieren, um sozusagen die Schwankungen wieder in den zulässigen Bereich zu holen. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob die Option viel realistischer ist, als den Euro zu verändern, weil hier ist auch klar, da müsste die EZB mitspielen, da müssten die beteiligten Staaten alle mitspielen. Das wäre eine schöne Lösung, aber auch eine, die jetzt nicht ein Land für sich entscheiden kann, sondern wo man tatsächlich sozusagen kooperativ unter den Regierungen der jetzigen Euro-Länder sozusagen sagen muss, okay, so wie wir das jetzt machen, funktioniert das nicht, lasst uns mal eine Reform machen. Ist aber ein viel diskutierter und auch durchaus ernstzunehmender Vorschlag. Ein anderer Vorschlag ist, der vor allem in Italien viel diskutiert wird, ist zu sagen, wir schaffen den Euro gar nicht ab, wir behalten den als gemeinsame Währung, führen dazu aber eigene Währungen als Parallelwährung quasi ein. Das heißt, unsere internationalen Geschäfte führen wir weiter in Euro, aber wir haben noch eine eigene Währung in der Hand. Wenn wir also mehr Geld im Markt brauchen, wenn wir die Wirtschaft ankurbeln wollen, dann können wir das in unserer eigenen Währung machen. Da gibt es auch relativ weit gediehene Konzepte, hat auch so ein bisschen die Schwachstelle, die EZB muss mitspielen, denn im Zweifelsfall, wenn jemand eine eigene Parallelwährung hat und die von der EZB als gefährlich, als sozusagen für ihre politischen Ideen als gefährlich betrachtet wird, haben sie die Macht, haben sie die Hebel sozusagen, dieses Land dann aus dem Euro rauszudrängen. Dann hat es aber immer noch die eigene Währung, was dann vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Und darüber hinaus, über solche eher kooperativen Strategien gibt es natürlich jede Menge nationale Diskurse, das war ganz viel in Griechenland auch der Fall,
wo man eben überlegt hat, wie kann ein einzelnes Land rausgehen, gesetzt des wahrscheinlichen Falles, dass die anderen nicht alle kooperativ sind, uns unterstützen. Ne, zum Beispiel James Galbraith hat im Auftrag des damaligen griechischen Finanzministers Yannis Varoufakis den Plan X entwickelt, der also im Grunde schon in der Schublade lag, der auch also eine Option war für das Regierungshandeln, die sich dann aber nicht durchgesetzt hat, der sehr detailliert aufschlüsselt, okay, wir müssen das Ganze sozusagen in der Nacht- und Nebelaktion durchziehen, wir müssen also quasi übers Wochenende Kapitalverkehrskontrollen einführen, dass hier niemand mehr raus und reinkommt mit seinem Geld, müssen dann quasi anfangen, dass unsere Banken nur noch Drachme emittieren, dürfen als Staat dann nur noch diese Drachme als Zahlungsmittel akzeptieren, dann brauchen die Leute die auch, dann gibt es auch eine Nachfrage dafür und so weiter. Wir müssen das und das machen, damit die Ökonomie sich entwickeln kann. Also ist ein sehr detaillierter Plan, gibt es ein ganzes Buch drüber, wo das alles aufgeschlüsselt ist, der eben sozusagen eine Option versucht hat zu entwickeln, wie kann Griechenland als Alternative zu dem, was dann passiert ist, aus dem Euro raus. Joseph Stiglitz, bekannter US-amerikanischer Ökonom, Nobelpreisträger, der hat das auch nochmal, hat da auch nochmal eigene Vorschläge eingebracht mit dem Buch Europa spart sich kaputt. Hat auch sich viel an Griechenland abgearbeitet und sozusagen jede Menge Vorschläge gemacht, wie könnte denn Griechenland hinbekommen, da rauszukommen aus den Institutionen und dann irgendwann auf eigenen Füßen zu stehen. Der hat unheimlich viel auf elektronische Zahlungsmittel, also was weiß ich, Bitcoins und alles Mögliche gesetzt. Kenne ich jetzt auch nicht so gut aus, dass ich den Plan jetzt 1:1 wiedergeben könnte, aber ist auch nochmal eine relativ umfassende Strategie, die also in der Debatte ist, was eine Alternative sein könnte. Bei der EU selbst ist es etwas einfacher als beim Euro, denn die Alternative zu einer Mitgliedschaft ist natürlich erstmal kein Mitglied zu sein. Nicht alle europäischen Länder sind Mitglied in der EU. Wenn man jetzt nach Norwegen oder nach Island schaut oder in die Schweiz schaut, und jetzt das Schweizer Modell persönlich zu favorisieren, sind das auch alles Länder, denen es nicht so schlecht geht. Man braucht dann eben alternative Handelsbeziehungen. Man wird natürlich auch weiter mit der EU Handel betreiben können. Das machen die ja alle auch in der einen oder anderen Form. Man kann also sozusagen ja auch am Beispiel von anderen Ländern, die es in Europa gibt, ganz gut sehen, also dass es kein Untergang wäre, aus der EU rauszugehen. Und es gibt dann auch interessante Beispiele, wie zum Beispiel die nordische Kooperation, wo also die skandinavischen Länder, sowohl jene, die in der EU sind, also Schweden, Finnland und Dänemark, als auch welche, die sozusagen wie Finnland sogar im Euro sind oder welche, die wie Island und Norwegen weder noch sind, miteinander nochmal einen eigenen Kooperationsraum haben, in dem sie sich politisch abstimmen, indem sie sozusagen bestimmte Handelsverträge haben und so weiter. Also die EU ist ja nicht sozusagen alternativlos die einzige Möglichkeit, in Europa miteinander politisch und wirtschaftlich zu kooperieren. Es gibt auch viele Ideen in der Debatte, dass wenn jetzt mal ein Land rausgeht aus der EU, sagen wir Italien, und dann sozusagen andere folgen, dass man dann sozusagen auch anfangen könnte, eine Alternative Union zu schaffen, quasi die anderen Prinzipien folgt, wo man eben nicht gleich supranationale Institutionen schafft und nicht gleich eine Kommission schafft und einen Gerichtshof schafft und eine Zentralbank schafft, die dann quasi die ganze Macht an sich ziehen, sondern dass man auf Ebene souveräner Nationalstaaten versucht, eine solidarische Kooperation aufzubauen. Da werden auch viele lateinamerikanische Beispiele immer in die Debatte gebracht. Da gab es verschiedene Ansätze, Banco del Sur, ALBA und so weiter, wo man sagt, okay, da gibt es auch schon praktische Erfahrungen von regionaler Kooperation, die besser funktioniert, die anderen Prinzipien folgt. Das ist also noch ein Debattenansatz. Und ein weiterer ist, wissen vielleicht der Peter Wall war, glaube ich, auch hier, ne, vor nicht allzu langer Zeit. Wer da auch da war, hat bestimmt mehr drüber gehört. Die Idee der sogenannten variablen Integration, also dass man sagt, man lässt quasi die EU, wie sie ist, entmachte nur die Institutionen, bleibt aber quasi als EU und nutzt die jetzt weniger als was immer weiter integriert werden muss, was immer tiefer und immer zentraler funktionieren muss, sondern betrachtet das Ganze eher als eine Kooperationsplattform, sozusagen eine Plattform, auf der sich Länder mit gleichen Interessen, was weiß ich, Frankreich ist jetzt ein blödes Beispiel, Frankreich, Deutschland und Holland wollen eine Finanztransaktionssteuer einführen, das können die dann auf der EU-Ebene koordinieren und machen. Und andere können dann hinterher mitmachen sozusagen. Oder jene Länder wollen jetzt irgendwie ihren gemeinsamen Markt vertiefen, wollen gemeinsam Investitionen in den Bereich machen, wollen einen gemeinsamen Mindestlohn schaffen in einem bestimmten Sektor, wie auch immer. Man betrachtet das also sozusagen eher als auf einen, als einen, als einen, einen, einen,
ja, Koordinations-, Abstimmungs-, Vernetzungsfeld und betrachtet nimmt das Ganze einfach ein bisschen lockerer, aber schaut dabei, dass man die Souveränität, die politische Entscheidungshoheit auf Ebene der Nationalstaaten belässt, wo es einfach eine stärkere politische Debatte, wo es auch eine stärkere demokratische Legitimation gibt. So also in etwa ist der Diskurs über denkbare Alternativen zu dem heutigen europäischen Institutionengefüge. Natürlich ist es so, dass wenn ein immer größerer Teil von Menschen, die in linken Gruppen organisiert sind, in Gewerkschaften, in Parteien, in sozialen Bewegungen und so weiter, in diese Richtung argumentiert und sich in diese Richtung bewegt und auch neue Gruppen entstehen, die genau das wollen, dass das eine gewisse Spaltungsgefahr mit sich bringt. Und das ist auch zu beobachten, nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde in allen Ländern, in denen es, ja, im Grunde in allen EU-Ländern und so. Dass es eben einerseits jene gibt, die diesen Schritt nicht machen, die quasi verharren, wir wollen nichts machen, was uns irgendwie zurück in den Nationalstaat bringt. Nationalstaat ist irgendwie autoritär, ist ausgrenzend und das sind ja auch berechtigte Punkte. Also wir wollen keine Grenzen, wir wollen auch keine Nation sozusagen, sondern wir wollen tatsächlich eine europäische Identität, wenn überhaupt, dann wollen wir eine europäische Grenze, weil die gibt es ja trotzdem, ne? Also diese Abgrenzung nach außen gibt es ja auf der, sozusagen im geeinten Europa trotzdem. Man verlagert sie nur sozusagen ein Stück weit weiter nach außen. Aber wenn überhaupt, dann wollen wir eine europäische Grenze. Innen wollen wir zusammenwachsen, wir betrachten uns nicht als Deutsche, Italiener, Griechen, wir betrachten uns als Europäer und deswegen lehnen wir jeden Schritt ab, der uns zwar quasi wieder zurückführt von der europäischen Ebene, der sozusagen Macht umverteilt von Brüssel in die nationalen Hauptstädte. Sind dafür bereit, auch wenn das so nicht immer gesagt wird, aber de facto ist es so und der Diskurs geht auch in diese Richtung, sind dafür aber bereit, sozialpolitische Forderungen aufzugeben, weil wir klar haben, innerhalb dieses Konstruktes sind wir nicht in der Lage, die national verankerten Sozialstaaten zu verteidigen oder gar auszubauen. Sprich, wir nehmen jetzt nicht mehr, der wichtigste Aspekt ist für uns nicht mehr der Sozialstaat, die soziale Gerechtigkeit. Der wichtigste Aspekt ist erstmal sozusagen das europäische Zusammenwachsen, um dann später auf der europäischen Ebene eine neue Sozialstaatlichkeit quasi aufbauen zu können. Das geht einher damit, dass die linke Debatte auch ein Stück weit weggeht von der sozialen Frage. Das war ja immer die Kernfrage sozusagen auch linker Politik, die soziale Frage. Die Debatte geht in diesem Spektrum ein bisschen weiter von weg. Das geht dann viel mehr in Richtung von ja, anderen Politikfeldern, Genderpolitik, der sexuellen Frage, also Ausschluss von sexuellen Minderheiten, Flüchtlingsthematik und so weiter, also auch alles gute und wichtige Themen und richtige Forderungen, aber man sieht, dass die unheimlich aufgewertet werden, weil so ein bisschen der soziale Kern fehlt auf der anderen Seite. So, ne, das ist dann die eine Strömung, die es dann noch gibt und ich mache das jetzt ein bisschen plakativ. Während es auf der anderen eben jene gibt, die sagen, gut, wir brauchen jetzt einen Exit, wir wollen raus, wir pfeifen jetzt so ein bisschen auf den Internationalismus, das schreiben wir jetzt nicht mehr ganz so groß auf unsere Fahnen, akzeptieren sozusagen, dass der Nationalstaat vielleicht doch nicht das Schlechteste ist, was wir haben, weil wir da zumindest unsere Mindestlöhne verteidigen können, unsere sozialen Standards haben, die wir verteidigen können, so ein Stück weit auch funktionierende demokratische Standards haben. Ist nicht perfekt, wie das hier läuft, das ist mir schon klar, aber kein Vergleich zu dem. Ne? Also, Bundestag ist schon noch relevanter als ein EU-Parlament, sage ich mal, wenn es um politische Entscheidungen geht. Wir haben hier einen gewissen Organisierungsgrad in der Zivilgesellschaft, also wir haben Gewerkschaften, wir haben Parteien, die Parteien haben Mitglieder, wir haben Bewegungen und so weiter. Wir haben eine Medienlandschaft, auch eine kritische Medienlandschaft, eine alternative Medienlandschaft, das haben wir alles auf der europäischen Ebene nicht. Das heißt sozusagen, dieser Teil der Debatte ist bereit, das Soziale zu halten und in der Lage, das Soziale zu halten, aber dafür eben den Preis zu zahlen, dass man mit den internationalistischen Ansätzen so ein Stück weit ins Straucheln kommt. Hat also beides Fehler. So, ist beides nicht perfekt und hat natürlich was enorm Spalterisches. Ne? Das kann man bei Debatten, ich weiß nicht, vielleicht verfolgen das manche hier, wie so in der Linkspartei in Deutschland zum Beispiel diskutiert wird, wenn man jetzt so das Lager Sarah Wagenknecht und das Lager Katja Kipping sieht, also was da an Spaltung reingekommen ist. Und das ist, in Attac ist das im Grunde auch an vielen Stellen ähnlich zu beobachten, also wie da teilweise Debatten geführt werden, was da teilweise für Kommunikationen kommen aus mal einer Projektgruppe Europa, mal aus einem Koordinierungskreis und so weiter. Also da ist auch eine
enormes Spaltungspotenzial drin, dass Leute sich nicht mehr richtig verstehen, nicht mehr in der Lage sind, richtig irgendwie Offenheit zu haben für die Denkweise und die Position des anderen und sozusagen eher so eine Zersplitterungstendenz zu beobachten ist. Das ist was man zwingend vermeiden sollte, denn man muss nicht unter allen Umständen immer irgendwie was zusammen machen, weil mit jemandem, mit dem ich so gar nichts gemeinsam habe, brauche ich auch nicht zusammen zu arbeiten. Aber grundsätzlich ist man, wenn man als linker Akteur sagt, okay, mir geht es darum, irgendwie ich will sowohl Neoliberale wie auch Rassisten bekämpfen, die finde ich beide doof, dann ist das immer gut, wenn ich das mit anderen zusammen mache und mich nicht in so kleine Einheiten zerlege sozusagen. Und deswegen ist es auch gut, dass man merkt, dass diese Debatte zunehmend konstruktiver wird. So. Also ich habe das lange Zeit erlebt, also dass wenn du irgendwie sagst, okay, wir müssen jetzt den Euro in Frage stellen, das bringt so nichts, lasst uns mal irgendwie eine Anti-EU-Kampagne machen, dass dann gleich reflexartig man unheimlich in die nationalistische Ecke gestellt wird, gesagt wird, das sind AfD-nahe Positionen, also da bist du, da schützt du nur die Rechten und so weiter. Während umgekehrt dann auch viele, die gesagt haben, ich will jetzt aber die EU nicht preisgeben, weil ich habe keinen Bock wieder auf so eine rassistische Kleinstaaterei, dem wurde dann gleich vorgeworfen, ja gut, aber dann nimmst du den Neoliberalismus in Kauf, du unterstützt die Neoliberalen und so weiter. Wir müssen einfach einsehen sozusagen, in den letzten Jahren den Schlüssel zum Erfolg haben wir alle nicht erfunden. Sonst würden wir nicht weiter rätseln und ständig neue Gruppen gründen und uns fragen, verdammt, wie können wir denn jetzt was ändern, sondern wären wir ein Stück weiter. Also richtig auf der Siegerstraße waren wir alle nicht zuletzt und sozusagen den Stein der Weisen haben wir alle nicht ausgegraben. War wahrscheinlich nicht vergraben, wäre so ein blödes Beispiel. Jedenfalls sozusagen ist es wichtig, dass diese Debatten konstruktiv geführt werden, dass man also versucht sozusagen zu gucken, okay, wo ist auch ein Gegenargument berechtigt, wo habe ich vielleicht auch eine Schwachstelle, muss mir dann auch mal die Kritik anhören und aufnehmen. Und das ist was mittlerweile ganz gut läuft, also wo ich auch der Meinung bin, vorhin habe ich über Attac Österreich gesprochen, dass Attac Deutschland eine sehr gute Rolle spielt und auch spielen kann. Es wurde ja vorhin angesprochen, schon in der Vorstellung der Europakongress, den Attac veranstaltet im Oktober in Kassel. Und der ist im Grunde genau der Versuch, die verschiedenen linken europapolitischen Positionen in einen konstruktiven Austausch zu bringen. Das heißt nicht, dass am Ende sich alle einig sein werden, aber zumindest sozusagen sieht man, wo haben wir noch die Schnittmengen, was können wir gemeinsam machen, wo können wir respektvoll sozusagen miteinander getrennte Wege gehen. Das ist viel besser schon mal, als sich von vornherein zu fächen, weil wir sind auch nicht gut sozusagen dagegen, gegen unseren Gegner vorzugehen, wenn wir permanent untereinander irgendwie Kleinschlachten und Scharmützel führen. Deswegen ist es schon deutlich besser, wenn man das konstruktiv tut. Und die ganze Herangehensweise, wie Attac Deutschland das mittlerweile macht, das war nicht immer so. Also ich hatte da lange Zeit meine Bauchschmerzen dabei und war todunglücklich, wie in Attac Europapolitik diskutiert wurde. Aber so wie sich das entwickelt und auch wie die Herangehensweise für diesen Kongress ist, muss ich sagen, dass ich glaube, dass Attac das Potenzial hat, in dieser Kontroverse wirklich so eine Art Scharnierfunktion zu sein, der es ermöglicht, verschiedene Leute, verschiedene Strömungen an einen Tisch zu bringen, in ein gemeinsames Gespräch zu bringen, die vorher nur an verschiedenen Tischen übereinander gelästert haben. Und das wäre ein guter Schritt. So, wie gesagt, hinterher wird immer noch jeder seine Meinung haben und nicht alle werden mit einer gemeinsamen Forderung rausziehen, aber das muss auch gar nicht immer sein, um politisch erfolgreich zu sein. So. Ganz zum Abschluss noch, ein bisschen die Zeit im Blick behalten. Oh nö, ja, ich rede schon ziemlich lang noch. Deswegen ganz zum Abschluss noch, vielleicht ein paar politische Dynamiken, weil das natürlich jetzt auch alles so eine abstrakte Debattenbeschreibung war. Also wo könnte sich denn eigentlich in realpolitischen europäischen Entwicklungen diese Idee Lexit manifestieren? So, da gibt es im Grunde ja, verschiedene Ansätze und Beispiele, in die man mal schauen kann. Ganz interessant finde ich in dem Zusammenhang Großbritannien. Der Exit ist ja schon eine beschlossene Sache. Ob es ein Lexit wird oder eine eher rechte Variante, hängt dann sozusagen von den nächsten Wahlergebnissen ab. Die Regierung ist aber natürlich extrem geschwächt. Die Opposition mit Jeremy Corbyn ist extrem stark. Das ist bei der letzten Wahl schon nur knapp gescheitert. Und es ist durchaus eine realistische Option, dass in den nächsten Jahren, also es einen Regierungswechsel gibt und dann plötzlich eine Linksregierung in Großbritannien hat, kombiniert mit einem EU-Austritt. Das wäre also die klassischste aller Lexit-Konstellationen, die man sich überhaupt vorstellen kann und aus meiner Perspektive auch eine der spannendsten politischen Entwicklungen, die ich bisher in meinen, nicht mehr ganz so jungen Jahren, aber in meinen
in meiner politischen Laufbahn beobachten durfte. Eine zweite ganz spannende Entwicklung, die eine gewisse Power hat, würde ich sagen, ist Frankreich mit La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, der ja bei den letzten Präsidentschaftswahlen ziemlich gut abgeschnitten hat. Wir hatten ja die Konstellation, dass wir in den ersten Wahlen 4 Kandidaten hatten, die relativ gleich auf waren. Darunter Jean-Luc Mélenchon mit rund 19%, also das war für die französische Linke ein historischer Erfolg. Also so gut ging es da lange nicht mehr, nicht annähernd. Also, und das hat viel damit zu tun, dass La France Insoumise eben sozusagen gebrochen hat mit dem linken Diskurs im Sinne von: Wir wollen ein anderes Europa, wir haben die und die Vision, wir haben keine Ahnung, wie das geht, aber finden es so wichtig, sozusagen europäisch integriert zu sein, dass wir das jetzt einfach immer weiter fordern, dass Europa endlich sozial umgebaut wird, weil das glaubt dir niemand mehr, wenn du das seit 20 Jahren sagst, sonst passiert nie. Deswegen hat La France Insoumise einen anderen Ansatz gewählt, hat gesagt, okay, wir wollen einen Plan B, wir brauchen einen Plan B. Unser Plan A ist, dass wir jetzt, wenn wir die Regierung übernommen haben, dass wir auf die europäische Ebene gehen und verhandeln und sagen, okay, Leute, also Kapitalverkehrsfreiheit wollen wir nicht mehr mitmachen, die müssen wir abschaffen. Den Maastricht-Vertrag, das geht so auch nicht, das begrenzt uns politisch. Europäisches Wettbewerbsrecht müssen wir lockern, X und X und X, das müssen wir machen. Dann können wir in der EU eine vernünftige Politik machen. Aber sollte dieser Plan A scheitern, brauchen wir einen Plan B, haben sie gesagt. Und wenn das nicht klappt, dann warten wir nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf irgendwie ein anderes Europa, sondern dann gehen wir raus. Das war die Herangehensweise, mit der die französische Linke, wie gesagt, so ein historisch gutes Wahlergebnis hatte. Und wenn sie es jetzt clever machen, auch in vier Jahren mittlerweile, durchaus eine reale Option haben, da an den Schalthebel der Macht ein bisschen mitklicken zu können. So. Italien ist auch also das nächste große EU-Land. Also wir reden jetzt wirklich über die Großen, über die Gründe. Wir reden jetzt nicht über so ein kleines Land wie Griechenland, wo man sagt, na gut, ist nicht so relevant, über das man dann auch vielleicht weggehen kann. Sondern wir reden jetzt wirklich über die ganz Großen, über die Schwergewichte. Italien ist auch noch so ein Fall. War jetzt natürlich eine spannende Geschichte, die Regierungsbildung dort. Aber de facto sind da eurokritische Kräfte, mit denen man jetzt aus einer Lexit-Perspektive an anderer Stelle nicht ganz glücklich ist, weil es natürlich kein originär linker EU-kritischer Diskurs ist. Aber dennoch sind da eurokritische Kräfte jetzt sozusagen an der Regierung gerade. Und man sollte dann, auch wenn man Lexit spricht, wie gesagt, nicht so sehr nur auf die Regierung immer schauen. Dann, was in Italien auch interessant ist, ist, auf Regierungsebene, auf Parteienebene von Linkspolitik zu machen, läuft generell nicht so gut, ist generell schwierig, weil die italienischen Linksparteien ja einfach an die Grenze der Bedeutungslosigkeit abgefallen sind, massiv an Support verloren hat, weil das gesamte System auch eine unheimliche Legitimationskrise erfährt, sozusagen, und es ganz schwer ist, von links tatsächlich zu mobilisieren. Was man aber sieht, wenn man sich dort umhört, umschaut, mit den Leuten spricht, ist, dass es eine wahnsinnige Politisierung, eine durchaus originär linke, und zwar Anti-EU-Mobilisierung in Form von sozialen Bewegungen, in Form von Straßenprotesten und so weiter gibt. Also es gibt jede Menge Komitees, die sich gegründet haben. Es gab große Demonstrationen, die wirklich als Kernthema den Austritt aus dem Euro haben, mit klassisch linken Argumenten und so weiter. Es gibt eine Bevölkerungsmehrheit, laut den jüngsten Umfragen, die aus dem Euro raus will. Also da ist auch ein extremes Potenzial sozusagen für die Lexit-Idee mit drin. In einer ganzen Reihe von anderen Ländern ist es auch anders als in Deutschland, dass es nicht so neu ist, sondern dass im Grunde linke Organisationen immer traditionell sich gegen die EU gestellt haben. So, ne, weil es, wie gesagt, kein so aufgeladener, kein so emotionaler, sondern eher ein sachlicher Diskurs da war. Ne, Niederlande ist ein gutes Beispiel. Die SP, die niederländische Linkspartei, hat schon lange sozusagen eine eurokritische und eine EU-kritische Position. In Finnland zum Beispiel ist das auch der Fall, in Dänemark ist das auch der Fall. Also überall dort, wo sozusagen das Ganze eher dann auch die Länder dann auch später erst beigetreten sind und keine Gründungsmitglieder sind und das Ganze eher ja, eine rationale Debatte bringt, ist das Gute reinzugehen, was bringt uns das, was kostet uns das, was schadet uns das, was nutzt uns das. Da ist die Linke traditionell im Grunde schon eurokritisch und auf eine Lexit-Position. Auch im Hinblick auf die nächsten EU-Wahlen gibt es interessante Tendenzen. Also die
GUE-MGL, die heutige Linksfraktion, die wird es wohl im nächsten Europäischen Parlament nicht so geben. Da gibt es verschiedene Lager, die sich gerade sortieren. Das hat angefangen damit, dass die Franzosen gefordert haben, dass man Syriza, also die Griechen, rausschmeißt, weil sie gesagt haben, die machen irgendwie das Gegenteil von allem, was wir seit Jahren hier gemeinsam fordern. Die kürzen die Renten, die privatisieren, die, was weiß ich, machen eine total inhumane Flüchtlingspolitik. Also das hat mit linker Politik nichts zu tun, schmeißt die raus. Das hat dann nicht geklappt. Die Präsidentschaft der Europäischen Linkspartei hat das dann nicht akzeptiert sozusagen. Dann sind die Franzosen selbst ausgetreten und gründen jetzt mit, also hier Jean-Luc Mélenchon und auch José Sumis, gemeinsam mit Bloco de Izquierda in Portugal, gemeinsam mit Podemos in Spanien und den skandinavischen Linksparteien sozusagen eine neue Gruppe, die dann auch dezidiert den Plan B fordert, also wie ich ihn dargestellt hatte, zu sagen, okay, unser Plan A kann sein, wir versuchen es nochmal mit verhandeln, aber wenn nicht, dann brauchen wir irgendwie eine Alternative, dann müssen wir raus. So, da wird es also auch eine neue Liste und eine neue Gruppe bei der nächsten Wahl zum Europäischen Parlament geben. In Deutschland gibt es nicht so viel Bewegung in die Richtung, wobei ich auch interessiert bin, was sozusagen unter diesem mystischen Begriff der Sammelbewegung steht, der so durch die linken Debatten schwebt, der jetzt im September noch konkretisiert werden soll, wo ich auch vermute, dass das relativ nah sein wird von der Idee her, von der Herangehensweise an La France Insoumise. Allein wegen den persönlichen Schnittmengen, die es da so gibt und den Austausch auf Spitzenebene, so dass ich denke, da könnte auch nochmal eine interessante Dynamik in Deutschland auftreten, über die ich jetzt aber auch nicht viel spekulieren will, weil das ja alles bisher auch noch im stillen Kämmerlein ist und ich auch nicht wirklich einschätzen kann, was dann irgendwann passiert. Soweit erstmal, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall eine Debatte, die muss man nicht mögen, aber man muss sich, glaube ich, wenn man irgendwie linke Politik machen will, und mitgestalten, wie damit auseinandersetzen, denn sie spielt eine große Rolle. Und auch wenn man nicht jedes Argument teilt, das ich jetzt versucht habe, hier zu verkaufen, wird man nicht ganz drumherum kommen, sich sozusagen auch mit diesem Diskurs zu beschäftigen. Insofern freue ich mich, dass so viele Leute mir in der letzten Stunde so aufmerksam zugehört haben und bedanke mich erstmal dafür ganz herzlich.